Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen hier im Kino des Deutschen Filmmuseums zu unserer Reihe Was tut sich im deutschen Film? Die Reihe hat tatsächlich ihr 10-jähriges Jubiläum bereits in diesem Jahr und jeden Monat, wie Sie wahrscheinlich wissen, zeigen wir Ihnen einen Film, den wir ganz besonders herausragend finden, einen aktuellen deutschen Kinofilm und laden den Regisseur ein zu einem Gespräch, das dann im Anschluss stattfindet und freuen uns an dieser Stelle, er kommt noch nicht auf die Bühne, aber schon mal einen Applaus für ihn, Florian Kossen, toll, dass du da bist, Dankeschön. Genau, das Gespräch findet statt mit Rudolf Worschig, das ist der Chefredakteur der EPD Film, Deutschlands führende Fachzeitschrift, mit der wir diese Reihe in Kooperation machen. Und ja, wenn Sie diese Gespräche interessieren, dann empfehle ich Ihnen auch mal einen Blick auf unsere Homepage wastutsichimdeutschenfilm.de, jeweils mit Bindestrichen, also sehr kreativ. Aber dort sind diese Gespräche immer als Mitschnitte mit etwas Verzögerung wieder zu sehen. Das lohnt sich sehr, denn da gibt es manchmal ganz spannende Einblicke. Ja, in diese Filme und die Hintergründe. Heute haben wir einen wunderbaren Film mit Coconut Hero, der beim Filmfest München seine Premiere hatte, also eigentlich ganz frisch, Ende Juni, Anfang Juli war das. Aber bevor wir damit loslegen, gibt es wie immer, für die, die neu sind, muss man das sagen, nicht Werbung bei uns, sondern einen, wie wir es versuchen, zumindest thematisch passenden Vorfilm. Ein Kurzfilm, der heißt jetzt Wiegald, ist 12 Minuten lang, stammt aus dem Jahr 2006 von Timon Modersohn und die Hauptfigur, den Schauspieler werden Sie sicher erkennen, das ist Tom Schilling. Der hat dann eine große Karriere seitdem gemacht. Das ist eine seiner ersten Rollen. In Oh Boy war er sicherlich am bekanntesten bisher. Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen zunächst mit Wiegald und dann stelle ich Ihnen Florian Kossen vor. Bis gleich. Begrüßen Sie bitte Florian Kossen. Herzlich willkommen. Dankeschön. Hallo in Frankfurt. Du hast gerade deine Kinotour. Letzte Woche ist er gestartet und unter anderem 2000 Zuschauer beim Open Air in Ludwigsburg. Tolle Sache, oder? Das war relativ beeindruckend. Passiert nicht so oft. Man hört ja immer so, es gäbe in Locarno so eine Piazza, wo es sowas gäbe. Aber das war unser baden-württembergisches Locarno. Du bist in München damit gestartet und es war dort einer der Publikumslieblinge, kann man so sagen. Er lief aber außerhalb des Wettbewerbs, weil einer deiner Darsteller in der Jury saß. Das ist richtig. Leider aus unserer Sicht saß Sebastian Schipper in der Jury. Insofern ging es nur um die Ehre. Dafür spielt er jetzt gleich mit. Das heißt, Sie werden den Regisseur von Victoria gleich als Schauspieler auf der Leinwand sehen. Magst du uns noch was mit auf den Weg geben, bevor wir jetzt starten? Ja, nur folgende Beobachtung, wenn ich zu Screenings gehe, entscheidet sich so der Moment, wo ich durch die Tür reinkomme, ob ich voller Glück am nächsten Tag behaupten darf, der Saal war voll. Und von da oben ist es gut, man sieht nicht die ersten zwei Reihen. Das heißt, von da sieht's aus, der Saal ist voll. Hammer. Vielen Dank fürs Kommen. Danke dir, Florian. Und Ihnen viel Vergnügen mit Coconut Hero. Nach dem Film sind wir wieder da. Bitte begrüßen Sie den Regisseur, Florian Kossen. Ein Applaus. Und Rudolf Worschig, der das Gespräch führt. Nimm du hier Platz. Denn der bitte. Genau, es dauert einen Moment. Trotz Muskelfaserriss macht Rudolf Worschig das Gespräch. Ja, guten Abend auch nochmal von meiner Seite. Hallo Florian, besten Dank für den schönen Film. Ich weiß nicht, ob jeder von Ihnen schon hier war. Wir machen das jetzt so, dass wir uns jetzt mal hier, wie ich immer sage, 20 Minuten, eine halbe Stunde warm laufen werden und dann hoffen wir, das Gespräch auf Sie erweitern zu können und sind gespannt auf Ihre Kommentare, Fragen und vielleicht auch Anregungen. Auch Kritik. Auch. Hält er aus. Bashen, vielleicht noch zurückhalten. Normalerweise oder oftmals fängt man ja so ein Gespräch an
mit der Frage, wie das alles entstanden ist und so, das machen wir auch noch. Aber mir ist, als ich gerade die Szene im Krankenhaus eben gesehen habe, aufgefallen, und weil Urs natürlich am Anfang deinen ersten Film erwähnt hat, also auch der neue Film hat ja zu tun mit einer Familie, die auseinandergedriftet ist. Das Lied in mir, weiß nicht, ob den jeder kennt, erzählt von einer jungen Frau, die in Buenos Aires merkt, dass sie ein adoptiertes Kind ist, dass ihr Vater nicht ihr richtiger Vater ist und ihre Eltern von der Junta umgebracht worden, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ich habe im Internet gelesen, dass du einen Kurzfilm gemacht hast, Wolfsnacht, wo ein Vater nach 30 Jahren, glaube ich, oder so, habe ich leider nicht gesehen, seinen Sohn wieder trifft. Was interessiert dich am Thema Familie? Also meine Mutter hat mich neulich gefragt. Ich meine das jetzt gar nicht autobiografisch, kannst du gerne machen, würde mich freuen, aber es war jetzt ganz allgemein gefragt. Ich nehme es einfach als autobiografische Frage, okay, zumindest gut. Mal auf. Und meine Mutter hat mich neulich gefragt, nicht neulich, jetzt bei dem Film irgendwann, als sie wusste, worum es geht, gefragt, wann machst du eigentlich mal den Film, wo es so noch mehr um Mutter-Sohn-Verhältnisse gibt. So. Und dann fast so ein Neid, dass immer die verschwundenen Väter irgendwie so eine dominante Rolle scheinbar bei meinen oder den Geschichten, wo ich mit dran arbeite, zu tun haben. Es gibt in der Tat nicht so einen 1:1 autobiografischen. Ich bin zumindest, soweit ich weiß, das biologische Kind meiner Eltern. finde aber, glaube ich, diese Familienkonstellation immer im emotionalen Kern sehr spannend. Mhm. Dass man da sofort, ich mache das auch gar nicht bewusst, das passiert irgendwie so. Also diese Geschichte hatte erstmal gar nichts mit Familie zu tun, sondern die Autorin kam zu mir und sagte, hör mal zu. Und sie wusste, ich will mit Humor eigentlich erst anfangen, wenn ich 50 bin, wenn ich ein bisschen geübt habe und so ein bisschen das verstehe, was ich da mache. Und sie meinte, stell dir folgende Situation vor, ein Junge, der sein Leben mittelmäßig findet, er schießt sich, landet im Himmel, findet es im Himmel relativ unglamourös und enttäuschend, so das Mobiliar und die Farben und alles ist irgendwie nicht so, wie er sich das überlegt hat und merkt dann, es ist gar nicht der Himmel, es ist das Krankenhaus und er hat überlebt und ärgert sich wahnsinnig darüber, dass er überlebt hat und kriegt dann kurz danach die Nachricht, dass er einen walnussgroßen Tumor im Kopf hat und freut sich wahnsinnig über diese Nachricht. Und da war irgendwie in dieser Absurdität irgendwas dran, was wir lustig fanden. Mhm. Wo wir das Gefühl hatten, schaffen wir es, eine Geschichte über den Tod mit Humor zu beginnen. Und wenn man irgendwann denkt, fälschlicherweise, man sei auf so einem leichtfüßigen Gleis, der Film einem so von unten unerwartet einen Stoß gibt, der richtig wehtut. Hm. Da hake ich doch gleich ein mit dem Drehbuchschreiben. Das war quasi die Anfangsidee. Wie entwickelt man dann so eine Geschichte weiter, wenn man wahrscheinlich zusammen am Drehbuch schreibt oder wenn man das Drehbuch in der Rohform kriegt? Drängt sich das auf? Also was wir dann immer machen, ich sage jetzt immer, weil ich von Plural reden kann bei zwei Filmen, aber sozusagen meine Gut. Erfahrung ist begrenzt, ja, es sind bisher zwei. Das heißt, immer bei zwei Filmen gehen wir dann sehr schnell, wenn wir wissen, wo das spielt, an diesen Ort. Mhm. Und wir wussten früh, das ist nicht Deutschland. Das fühlt sich irgendwie, weil sie sagte, der Ort, der ist ganz klein und diese Figuren, die heißen Mike, Cynthia und Frank und es gab auch mal einen Onkel, der hieß Gordon, der ist aus dem Drehbuch leider rausgeschrieben worden und außerdem kommt man da nicht raus, da drumherum ist Wald und zwar so hunderte Kilometer lang und dann war klar, das ist irgendwie nicht Deutschland und dann sind wir auf Kanada gekommen und da habe ich mal gelebt als Kind mit meiner Familie ein paar Jahre. Und dann haben wir uns einen Mietwagen in Montreal und sind mal so weit nördlich, wie es geht. Mhm. Und haben einen Ort gefunden und haben das gemacht, was wir dann machen. Wir sind an diesen Ort gegangen und haben da 3 Wochen gelebt und angefangen, das Drehbuch zu schreiben. Und sozusagen zu hören, was da bei Becker so geredet wird und was da auf der Main Street so und wie da so die Stimmung ist. Also wir fangen früh an, möglichst einen Ort in die Geschichte so zu integrieren, dass der mit dieser Geschichte was macht. Mhm.
Du bist da jetzt so einfach drüber hinweggegangen. Uns war früh klar, dass das nicht Deutschland ist. Ich meine, ich will das jetzt nicht auf eine nationalistische Ebene lenken oder sowas. Aber es ist ja eigentlich eine universelle Geschichte, die Geschichte eines jungen Mannes, der irgendwie wieder zurück ins Leben findet. Wieso wäre das jetzt nicht, keine Ahnung, in Donauwörth oder wo immer zu realisieren gewesen? Das ist interessant. Die Frage ist wirklich die allermeiste Frage, die ja, wir so sie drängt sich gestellt auch auf. Und die erste Antwort wäre, oder sagen wir so, ich glaube, als Filmemacher, ich weiß nicht genau, ob das inzwischen so ist und ob das früher vielleicht schwieriger war, aber inzwischen kannst du ja sehr relativ leicht doch wählen, wo deine Geschichte spielt und mit was für Filmemachern du, also zum Beispiel beim zweiten Kurzfilm hatten ein Musiker aus Kanada die Musik gemacht. Das ging dann inzwischen schon vor 10 Jahren übers Internet und inzwischen ist so, die filmischen Werkzeuge sind nicht so begrenzt. Und sozusagen, ich habe auch das Gefühl, deutschen Film zu machen heißt nicht, dass er nur im Schwarzwald spielen muss und auf Deutsch gedreht sein muss und nur mit deutschen Schauspielern besetzt sein muss. Sondern irgendwie haben wir versucht, für diese Geschichte, wir hatten sehr früh eine Ästhetik vor Augen und wir wussten sehr früh, wir finden es ein bisschen langweilig, eine deprimierende Welt, ja, aus der Sicht des 16-Jährigen, der seine Welt deprimierend findet, visuell deprimierend umzusetzen. Und gewisse Dörfer, die wir uns angeguckt haben, in gewissen Regionen, haben visuell was sehr Deprimierendes. Und wir fanden es total, total spannend, da diese Figur, das wussten wir früh, am Ende der Geschichte nicht nach New York geht oder Rockstar wird oder schwul wird, um glücklich zu werden, sondern die geht zurück in seinen Kaff und die geht zurück sogar in diese Schule und zu dieser Mutter, wussten wir, es hat irgendwas mit Perspektivwechsel zu tun. Es muss ein Ort sein, der gleichzeitig sowas, dass man da nicht leben möchte als 16-Jähriger und gleichzeitig auch was Positives, Faszinierendes, was. Und wenn man in dieses Geraldton fährt, das ist 18 Stunden nördlich von Toronto, dann hat man einerseits ein Gefühl, da hält man es keine 3 Tage aus. Und gleichzeitig gibt es so ein Gefühl von Weite und von viel Himmel. Und diese, weil Platz kein Problem ist, man baut mit viel Platz. Und es gibt was in den Farben. Und das so verrostete Trucks haben natürlich irgendwie auch so ein, wahrscheinlich auch mit Filmen, mit denen wir groß geworden sind, mit amerikanischen Indies. Es gibt ein Gefühl von Freiheit, trotz der Begrenzung. Mhm. Also diese Dimension der Distanzen hat auch was Faszinierendes. Mhm. Und diese Straßen, die ewig lang durch irgendwelche Wälder und man denen so nachgucken kann. Und das fanden wir eigentlich spannend, zu sagen, wir erzählen eine Geschichte von einem deprimierten Jungen, nicht in einem deprimierenden visuellen Kino-Surrounding, sondern wollen 2:3:5 breit drehen. Obwohl, natürlich finde ich, die Ästhetik schon etwas von so einem Anflug von Leere hat. Absolut. Finde ich, was ja auch zu der Hauptfigur passt, in gewisser Weise. Das hat mir wirklich sehr gut gefallen. Wie seid ihr auf diesen Ort gekommen und habt ihr da eine Motivsuche, eine Recherche betrieben? Wir haben, Elena ist die Autorin und auch meine Frau nebenher. Insofern ist das ganz praktisch. Hat mir der Urs schon zugeraunt. Wir haben viel Zeit mit diesem Drehbuch verbracht. Und sie hat über Google Earth sozusagen so vor Location Scout durch Ontario gemacht und hatte so 5 Orte. Und wir sind die nächsten Orte angefangen. Man muss dazu sagen, wir hatten zu dem Zeitpunkt unsere 9 Monate alte Tochter dabei. Insofern waren wir eher erstmal auf kurze Distanzen, haben wir versucht. Und die Orte waren alle so mittelmäßig. Und der tollste Ort war leider der 18 Stunden entfernt war, am Ende einer Straße, wo es wirklich nach Norden nicht weitergeht. Und also ich habe die letzten 3 Sommer in Kanada verbracht. Insofern ja, wir haben viel, sind viel mit dem Auto rumgefahren und haben geguckt, wo, und haben dann tatsächlich diesen Ort gefunden, der so ein bisschen aussah wie im Drehbuch beschrieben, der nach dem Drehbuch hochgezogen worden wäre.
Also er heißt, wie heißt der, Geraldton? Geraldton. Geraldton, also nicht Faintville. Faintville ist Fiktion. Okay. Dein Film hat ja überhaupt, also das hat man ja wirklich auch oft gelesen und das stimmt ja auch und das ist ja auch wirklich positiv gemeint, den Look von einem American Independent Film, wobei man müsste ja eigentlich sagen Canadian Independent Film, hängt ja nicht nur mit den Schauplätzen zusammen, sondern auch mit den Schauspielern und Schauspielerinnen. Wie hast du die zum Teil schon gerade die Nebenrollen, also dieser Pfarrer oder dieser Bestatter, also es ist ja irgendwie super, finde ich, wenn ich das jetzt hier mal so aus dem Bauch heraus sagen darf. Wie seid ihr auf die gekommen? Wir haben in Toronto zwei ganz tolle Casting-Direktoren gehabt, die auch die ganzen Filme von Atom Egoyan casten und auch vor, na, inzwischen 15 Jahren oder was, Virgin Suicides. Und also das sind ja viele amerikanische Filme, die auch in Toronto gedreht werden, weil es in Kanada so ein Tax-Credit-System gibt, was sehr attraktiv ist für Amerikaner und ausländische Produktionen. Zwei ganz tolle Caster und die haben ganz banal gecastet. Die haben, also in Toronto gibt es eine tolle Schauspieler- und Theaterszene. Und haben da, weil wir aus, es war eine Co-Produktion und es mussten eben aus Finanzierungsgründen auch wirklich kanadische Schauspieler sein. Und die haben die gefunden, weil ich mich mit Kanadiern schauspielermäßig wirklich gar nicht auskenne. Auch die Hauptfigur, diesen Alex Osorov, also du bist nicht auf die Toilette gegangen, um dir die Hände zu waschen und da stand er daneben oder so, nein? Nee, ich habe ja spekuliert, dass ich jetzt sagen könnte, wir haben 3000 Jungs gecastet. Wir waren an allen Schulen. Wir waren in Vancouver, in Toronto, in Montreal. Haben deswegen für diese Geschichte anderthalb Jahre vorher angefangen, vor dem Dreh. Und am zweiten Nachmittag war er da. Also Nummer 14. Also man fühlte sich fast so ein bisschen schuldig, dass man sagt, wie, das war's jetzt? Der ist es jetzt? Oder müssen wir jetzt nicht weitersuchen? Weil so der Hauptdarsteller und der ist 16, 17, 18 und der muss den ganzen Film tragen. Der kam an und es war so eine Szene, wo die Szene beim Doktor, wo er die Tumornachricht bekommt. Und 13 Jungs saßen im Casting, saßen da auf dem Stuhl und haben gewartet, dass der Doktor anfängt zu reden. Und dann haben sie geantwortet. Und Alex hat in der Szene gesessen und hat irgendwas in seinen Finger reingekritzelt mit einem Stift. Und hat so Bildchen in seinen Finger reingemalt. Und dann spricht ihn der Doktor an und dann fängt er an zu antworten. Und das ist nur ein Detail, aber das steht so dafür, dass der ist für sein Alter schon wahnsinnig weit, dass der sich die Figuren so wirklich sehr dreidimensional überlegt. Und ich habe ihn nachher mal gefragt und er meinte, er glaubt, dass Mike so ein Typ ist, dass der sich in seiner Hand so Bildchen malt. So. Und das fand ich ziemlich gut. Aber Sebastian Schipper und Udo Kier, die mussten da nicht zum Casting nach Kanada. Die mussten nicht zum Casting. Wie hast du die gekriegt? Wir haben tatsächlich auch in Deutschland gecastet für Frank. Und hatten Schwierigkeiten, einen deutschen Schauspieler zu finden, der so gut auf Englisch spielen kann, dass es sich so anfühlt, als ob derjenige dort wohnt, unabhängig vom Akzent, sondern dass er wirklich einfach so eine Musikalität in der Stimme hat, wo man spürt, der redet Englisch jeden Tag und lebt in diesem Land. Und irgendwann haben wir haben schon mal über Schipper geredet und da meinte die Casting-Agentin, der ist ganz kompliziert, der hat nicht so richtig eine Agentur und der ist auch Regisseur und der dreht eigentlich nur mit bestimmten anderen Regisseuren und der ist immer auf 1000 Plattformen und man kriegt ihn nicht und der antwortet auf Mails nicht. Und in der Tat war es irgendwie schwierig und dann hat sie mir aber als letzte Karte seine E-Mail-Adresse gegeben. Und dann habe ich ihm eine E-Mail geschrieben. Das war so die letzte Karte, die wir noch hatten. Und dann hat er innerhalb von, ich glaube, so wirklich einer Stunde oder so geantwortet. Ich hatte nur so kurz so 5 Zeilen geschrieben und 3 Fotos, so den 30-Sekunden-Pitch per E-Mail gemacht. Und dann kam eine Antwort, wo er auch nur 3 Zeilen geantwortet hat, aber er hat so ein Foto von sich geschickt, wie er in seinem Schreibzimmer bei Nacht mit so einer kleinen Schreibtischleuchte so an seinem Schreibtisch sitzt und die Füße so auf dem Tisch hat und hat so weiße Tennissocken an, aber im dunklen Licht sehen sogar die cool aus und es ist so eine E-Gitarre, so ganz unauffällig im Hintergrund so und mit diesem Bart und so und sitzt da so und er sah aus wie Frank und das passt. Und dann haben wir uns getroffen und dann haben wir eine Leseprobe gemacht
Und das war sofort super. Mhm. Und ich glaube, er kann sich sehr gut in die Situation hineinversetzen eines mit 40-jährigen Mannes, der keine Kinder hat und sein Ding so macht im Leben. Und was wäre, wenn man erfahren würde, man hat einen 15-jährigen Sohn. Mhm. Wer mir auch gut gefallen hat, schauspielerisch, das war Miranda, also die Darstellerin der Miranda, weil die hatte auch immer, die haben ja deswegen so gut zueinander gepasst, weil die wirkte auch irgendwie nerdig, sage ich jetzt mal. Also als ob sie auch so einen kleinen Tick, sage ich jetzt mal, hätte. War das so von euch intendiert oder hat sich das während der Dreharbeiten entwickelt? Also die spricht ja auch so ein bisschen so abgehackt, sage ich jetzt mal. Es gibt keine Zufälle. Alles von langer Hand. Nein, es war in der Tat gar nicht so leicht, diesen Art von Schauspielerin zu finden. Also anders als bei Alex haben wir bei ihr wahnsinnig lange gesucht und hatten tatsächlich mehrmals gesagt, jetzt müssen wir uns für eine festlegen, aber es war immer noch nicht die ganz tolle dabei gewesen. Und 3 Wochen vor Drehbeginn hatten wir das letzte Casting nochmal angesetzt. Und da in Kanada läuft es immer so anders als in Deutschland, wo man sehr viel Kaffee mit den Schauspielern trinkt und sich sehr kennenlernt und dann wirklich sehr explizit 1,5 Stunden eine Szene erarbeitet. Und da wird in 15-Minuten-Takt gecastet, glaube ich, so nach amerikanischem Prinzip. Das geht wirklich so sehr schnell. Und hat Vor- und Nachteile. Und ich bekam immer so eine Liste und dann steht immer der Name und so ein Headshot, so ein Foto und was die so gemacht haben. Und ganz hinten stand ein Name ohne Foto und überhaupt kein Filmname. Und dann hat mich der Caster durchgeführt, meinte bei der letzten, ja, keine Ahnung, wer das ist, der hätte einen Freund ihm empfohlen. Die ist noch nicht mal in der Union, in der Gewerkschaft drin. Die hat nur so Trash-Horror-Filme, Kurzfilme bisher gemacht. Aber die sei ganz toll. Und dann kam sie rein und es wurde angekündigt als Spanierin, sah aber irgendwie aus eher wie eine Schwedin und hatte Blut im Haar, weil sie nachts Trash-Horror-Kurzfilme gedreht hatte und hatte nicht geschlafen und hatte den Text morgens so irgendwie gelernt und war unfassbar gut und war so, also war einfach, war ganz besonders. So. Oh. Und die war es dann. Stichwort Kanada. War das schwierig, den Film, der ist ja auch mit kanadischem Geld entstanden, habe ich im Abspann gelesen. Und aus gewöhnlich gut informierten Kreisen habe ich gehört, dass mal der Drehstart verschoben wurde. Vielleicht kannst du da noch mal was zu sagen? Ja, wie soll man das am besten? Ja, das war eine sehr, sehr bittere Entscheidung. Was ist Entscheidung? Wir sollten eigentlich schon im Spätherbst 2013 drehen und hatten eben schon gecastet, vorbereitet, Team, Location standen zu 3/4 und dann ist, weil es eine Co-Produktion ist, eine gewisse, dann gab es eine Bankbürgschaft, die vonnöten war, plötzlich die 3 Wochen aber dauerte und dann hätten wir verschieben müssen und da wir schon spät im Herbst waren, war klar, wir rutschen in den Winter und das geht in Kanada da im Norden relativ schnell, da ist dann schnell zappenduster beziehungsweise eisekalt. Und dann hatten wir 24 Stunden Zeit zu entscheiden, ob wir daraus einen Winterfilm machen wollen oder ein Jahr verschieben. Und ein Jahr verschieben heißt in der Filmbranche, du weißt nicht genau, ob es wirklich noch passieren wird, weil dann Schauspieler nicht können, Finanzierung wegbrechen. Und wir haben uns dagegen entschieden, einen Winterfilm zu machen, weil wir das Gefühl hatten, das hat irgendwie so viel mit so einem Sommer, Spätsommer, Frühherbstgefühl und mit Haut und mit irgendwie im Zelt schlafen und mit irgendwie, das konnte ich mir irgendwie nicht im Winter vorstellen und mit dicken Jacken und Schnee. Und dann hat aber wirklich nicht nur alles ein Jahr später geklappt, sondern wir konnten das Drehbuch nochmal überarbeiten, haben sogar von der Finanzierung noch mehr Geld bekommen. Und wie so oft beim Filmemachen, manchmal führen so kleinere Katastrophen zu größeren Glücksfällen auf on the long run. Aber man braucht einen langen Atem. Und was wäre einer dieser Glücksfälle? Zum Beispiel Miranda, Bea Santos. Ah, also wir hatten zu dem Zeitpunkt davor die wesentlich, glaube ich, weniger passendere Schauspielerin besetzt. Mm, mm.
Ich wollte, ich war, als ich den Film gesehen habe, also ich habe den ja ganz normal im Kino gesehen, hatte ich überlegt, ob ich die Frage stelle, warum will Mike sich denn eigentlich umbringen? Dann weiß ich aber, dass so Menschen wie du dann sagen, ja, das überlasse ich doch euch, den Zuschauern gewissermaßen. Deswegen habe ich mir überlegt, könnte man die Frage ja so ein bisschen verallgemeinern. Was erzählt man von einer Figur und was lässt man lieber aus? Was soll sich der Zuschauer selber zusammenräumen? Nicht räumen. Also es gibt einen Filmkritiker in der SZ. Ich nenne keine Namen. Der hat in seiner Kurzkritik am Ende geschrieben, aber der Film beantwortet die Frage nicht, warum dieser Junge sich denn umbringen will am Anfang. Und das ist ehrlich gesagt überhaupt nicht die Frage, die ich so besonders spannend finde, einen Film darüber zu machen, warum sich jemand umbringen will. Und das dann dem Publikum zu überlassen, sind das jetzt genug Gründe, um sich umzubringen oder sind das nicht genug Gründe? Noch mehr, wenn man 16 ist, wo man weiß, dass manchmal, und das ist ja das, was ich so faszinierend an einer 16-jährigen Figur finde, aus meiner eigenen Erinnerung, dass man eigentlich nie wieder im Leben so konsequent Dinge bereit ist umzusetzen wie mit 16 und auch wieder zu revidieren. So, also man ist so über Nacht bereit auszuziehen oder Schluss zu machen mit der Freundin oder so ganz so einfach nach 5 Minuten überlegen bereit, die Welt zu verändern oder gar sein Leben zu verändern und womöglich am nächsten Morgen auch die Dinge wieder so. Das ist irgendwie so was ganz Tolles in diesem Alter, finde ich. Und wir haben uns natürlich mit der Autorin, gab es so eine lange Liste mal von Dingen, warum Mike aus seiner Sicht das Leben nicht lebenswert findet. Der hat eine unerträgliche Mutter, die 2 Packungen Zigaretten am Tag raucht. Der hat einen nicht existierenden Vater. Der wird in der Schule nicht sonderlich nett behandelt, hat keine Freunde, hat kein Lieblingsgericht, findet es an diesem Ort öde. Jemand in diesem Ort, Geraldton, hat mal gesagt, if you're 16 here and you're not into booze, Alkohol, girls or sports, there's nothing to do. So. In anderen Städten hat man noch ein paar andere Möglichkeiten. Da ist wirklich, wenn man so, und Mike ist definitiv jemand, der sich weder für Mädchen noch für Sport noch für Alkohol interessiert. Und es gab so eine Liste von Dingen und die waren irgendwann auch mal im Drehbuch. Und darum geht es aber eigentlich nicht. Sondern eigentlich fanden wir viel spannender, den Film zu beginnen. Sozusagen, also man, es sind ja einige Dinge angedeutet, aber wir fanden viel, viel spannender zu sehen, was sind denn die Dinge, die ihn zurück zum Leben führen? Oder was ist es möglich, einen Film darüber zu erzählen, dass jemand beschlossen hat, ob wir es nachvollziehen können oder nicht? Das ist die Figur, die sagt, ich will nicht leben. Und das ist so unterschwellig dabei. Und dann fängt das Leben dummerweise an, Spaß zu machen oder sich intensiv anzufühlen. Oder nicht nur Plusse, sondern auch Minusse emotional. Und das ist eigentlich, was uns interessiert hat. Insofern. Ja. Okay. Vielleicht noch so ein paar allgemeine Fragen. Du hast ja an verschiedenen Hochschulen Film studiert. Du hast an der Filmakademie Baden-Württemberg studiert, in Amerika, glaube ich, und in Buenos Aires. Hat sich das irgendwie unterschieden und was hat dir das mitgegeben, einen Film wie den machen zu können? Also spannend, ich war ein halbes Jahr in Buenos Aires und ich komme nach Buenos Aires an die Filmschule und die sagen, auf Spanisch natürlich, deutscher Film, wow, erzähl uns vom deutschen Film. Und das war sehr überraschend, weil in Deutschland ist so, deutscher Film, deswegen gehe ich nicht ins Kino. und dann war ich auch erst verwirrt und wusste gar nicht ganz genau, was die meinten. Und dann wurde mir klar, oder sie sprachen davon, sie sprachen von Wenders, da konnte ich noch mithalten. Aber schon bei Fassbinder, bei Schlöndorff merkte ich, da habe ich Löcher in meinem Filmwissen. Das kannten die alles in- und auswendig. So, also sozusagen deutscher Film war da noch eher so, sozusagen ein bisschen zeitversetzt und hat einen wahnsinnig hohen Genossen, genießt einen immer noch sehr, sehr hohen Ruf. Und das fand ich also einerseits spannend, wenn man sozusagen über was ist deutscher Film oder wer sind wir als deutscher Film oder
warum ist deutscher Film, würde ich behaupten, oftmals, das hört man oft, dass Leute sagen, deutscher Film, nee, im Kino? Nee, schaue ich mir das nicht an. So. Ich fand, also mir hat das sehr viel gebracht. Ich hab in L.A. war ich relativ kurz, aber zu merken, auf welchem Professionalisierungsniveau Film betrieben wird, also wie da jede Sparte handwerklich auf einem unfassbar hohen Niveau arbeitet und gleichzeitig du aber auch ein Experte sein musst für einen bestimmten Bereich, wenn du da rein willst. Weshalb es für mich erstmal nicht interessant ist, weil ich es total spannend finde, so unterschiedliche Filme wie das Lied in mir und Coconut Hero zu machen, die ja überhaupt nichts oder sehr, sehr wenig miteinander zu tun haben. Und es, was ich hier von meiner Biografie auch mitbringe, man guckt natürlich von außen auf Deutschland. Also ich finde, man bekommt in Deutschland eine vergleichsweise wahnsinnig hohe und gute filmische Ausbildung. Also ich würde sagen, dass die Möglichkeiten an einer deutschen Filmhochschule sind Wahnsinn. Auf welchem Niveau man da mit Technik, mit Know-how, aber auch mit Kommilitonen auf einem relativ hohen Niveau Input bekommt. Und trotzdem erstaunlich, warum, um einen Bogen zu schlagen zu der Überschrift des heutigen Abends. Wäre ich noch drauf gekommen. und es ist wirklich interessant. Also ich habe bei diesem Film war eine Koproduktion, da müssen gewisse kreative Positionen gleichwertig ersetzt werden. Das heißt, wir kamen von Deutschland mit einem Regisseur, zwei Produzenten, Drehbuch. Da war klar, DOP, Kamera muss ein Kanadier sein. Also habe ich irgendwie 5 Jahre kanadische Filme mir angeguckt, um zu gucken, welche Kameramänner sprechen mich an. Und aus, ich behaupte mal, 80 Filmen waren 3 Kameramänner oder 3 Kameraarbeiten, die ich spannend fand. Also das Niveau von Kameraarbeit ist in Deutschland, behaupte ich, wesentlich höher als Kanada. Nicht USA, Kanada. Trotzdem hat der deutsche Film an sich den Ruf, den er hat. Und das ist schon, da kann man schon drüber nachdenken, warum und vielleicht auch zu Unrecht. Vielleicht ändert sich da auch gerade was. Aber ich würde sagen, in den letzten Jahren waren definitiv Filme, die da ausscheren und die es sogar schaffen, auch Beispiel Oh Boy, wirklich Zuschauer ins Kino zu bringen. Oder jetzt auch Victoria. Nichtsdestotrotz. Und du verfolgst auch so, was im, also weil deine beiden Filme sind ja quasi von außen entstanden, du verfolgst sowas im deutschen Film? Ja, natürlich. Was passiert? Ja. Was gefällt dir, was gefällt dir nicht? Ich meine, die ganzen Macher dieser Filme, jetzt, also bei dem Film waren auch ein paar Kanadier dabei, aber das in den entscheidenden Positionen, Drehbuch, Schnitt, Musik, Sounddesign, das sind alles Deutsche. Das sind alles deutsche Filmemacher, Menschen. Die Finanzierung startet auch immer aus Deutschland, das sind deutsche Sender, die beide Filme erstmal auf die Beine gestellt haben und dann haben wir Partner noch dazu geholt. Aber das ist schon erstmal deutsche Filme. Was gefällt mir? Oder welche Filme? Ich fand Victoria einen bemerkenswerten Film, der irgendwie so... Ich weiß gar nicht warum, aber ich nenne ihn mit einem Atemzug mit Boyhood, der dieses Gefühl von Zeit im Kino, das finde ich ganz bemerkenswert, wie man nach Victoria irgendwie das Gefühl hat, 2,5 Stunden von 4 bis 6.30 Uhr Sonnenaufgang real miterlebt zu haben. Aber ich muss ein bisschen suchen, aber es gibt immer wieder ein paar Filme, die einen begeistern. Aber wir hatten in letzter Zeit auch sehr viele so Mumblecore-Filme hier. German Mumblecore, schaust du sowas? Weniger. Vielleicht meine letzte Frage erstmal, bevor wir zu Ihnen rüber switchen. Deine beiden letzten Filme sind alle quasi auswärtig entstanden. Wird es so weitergehen oder... Was ist dein nächstes Projekt? Ich drehe jetzt im November in Deutschland. Es entstehen zum Thema NSU 3 Filme, sozusagen ein filmisches Triptychon fürs Fernsehen, für die ARD. Ein Film aus der Sicht der Täter, ein Film aus der Sicht der Opfer,
und einen Film aus der Sicht der Ermittler. Und da mache ich den dritten Film, sozusagen ein Polizeifilm. Das ist das nächste. Das ist ja sicherlich die heikelste Perspektive bei den Fehlern, die Jungs gemacht haben. Womöglich, ja. Okay. Wir sind gespannt. Ja, also wir diskutieren viel über Haltung bei dem Film. Ja. Und danach, Elena schreibt gerade an einer Geschichte, die in erster Linie oder nicht ausschließlich, aber in erster Linie auf dem offenen Meer spielt. Das wird auch wieder nicht Deutschland sein. Okay. Kriegt noch, wer sind die beiden anderen Regisseure bei dem NSU? Der erste Film, das ist Christian Schwuchow. Und den zweiten Film, der gerade abgedreht hat, ist der Süli Aladak. Und das ist, glaube ich, so Mitte 2016 soll das ausgestrahlt werden. So, wenn Sie jetzt was zu sagen haben, würden wir uns darüber freuen, das zu hören. Ich komme mit dem Mikro zu Ihnen. Ja, also es brennt mir auf jeden Fall schon die ganze Zeit so unter den Nägeln. Achso, jetzt bin ich hier beobachtet von hinten. So. Okay, wenn ich zu frech werde, dann gibt er mir eine. Hat mir die ganze Zeit unter den Nägeln gebrannt, schon nach den ersten Einstellungen vom Film. Und das ist jetzt wirklich als deutscher Film, bla bla, das Ding sieht halt überhaupt nicht deutsch aus. Also, und das ist irgendwie, so traurig ist es, irgendwie schon fast ein Kompliment. Also die Art der Bildgestaltung und der Ausleuchtung und auch diese statische Kameraführung, damit meine ich, dass halt nicht in jeder Einstellung einfach so eine Handheld-Nummer da so passiert und irgendwo von draußen mal ein bisschen alles so flächig ausgeleuchtet wird oder so, das fand ich, also ich bin ein Freund des Klassischen und das habe ich in diesem Film gesehen und das fand ich absolut fantastisch so und das fehlt mir so sehr im deutschen Film. Das sehe ich leider viel zu selten. Jetzt war meine Überlegung als jemand, also ich mache auch Filme, leider noch nicht so, dass die im Kino laufen, aber meine Frage bei so Sachen ist halt, wie viel hat das eigentlich auch mit Budget zu tun? Also weil ich denke mal, dass das schon auch ein bisschen mehr gekostet hat, so wie ihr das jetzt quasi, die ganze Ästhetik des Films, also auch was das Szenenbild angeht und so weiter, wie viel hat das mit Budget zu tun und wie viel einfach auch nur damit, den richtigen DOP zu finden und einfach auch sich genug Zeit mit dem Storyboard? Also ich meine, du hast doch wirklich fette visuelle Ideen gehabt, das muss ich jetzt einfach mal so sagen. Ja, als sie überfahren wird und dann dass sie diese super Slow-Motion, wie sie in der Luft hängt, ist also ganz großartig so. Das kostet natürlich auch ein bisschen mehr. Könntest du da vielleicht irgendwie sagen, was da irgendwie so die... Also was die gute Nachricht ist, es hat nichts mit Geld zu tun. Wir hatten knapp 2 Millionen bei dem Film. Das ist, würde ich behaupten, ein vollkommen normales, auch in Deutschland, Kinobudget. Also du hast auch manchmal 3 oder so. Du hast auch manchmal weniger, hast auch manchmal 1,2 oder so. Aber diese Entscheidungen, von denen du sprichst, haben eigentlich mit Geld nichts zu tun. Sondern ich würde behaupten, die haben ganz stark mit der Wahl deines DPs oder Kameramanns zu tun. Also der hat mich auch stark beeinflusst oder ich ihn oder wir uns gegenseitig. Und haben was zu tun, jetzt muss ich nachdenken. Das war bei diesem Film schnell klar, dass wir das Gefühl, das Lied in mir war ja so ein Film, wo die Kamera eigentlich mit auf der Schulter durch diese Hitze und Unschärfe und dieses Gefühl von man ist an einem Ort, und ist überhaupt nicht touristisch fokussiert und scharf, sondern man fühlt irgendwas in der Unschärfe und man hat so ein Déjà-vu gefühlt und es ist staubig und heiß und da war ganz klar, das ist so eine pulsierende Schulterkamera, die ganz nah subjektiv dabei war. Und bei diesem Film war schnell klar, die Komik, der Humor entsteht eigentlich dadurch, dass wir gerade anfangs eher eine gewisse Distanz waren, in so einer gewissen inszenierten Kadrierung, so eine totale, wo Fahrradfahren eher von rechts nach links durch Bild, fast so westernhaft, dass da die Humor eigentlich viel eher oder durch so ein sehr klassisches Klack, Klack, Schuss gegen Schuss Gefühl, sehr trocken, sehr, Mike ist ja ein Mensch, der macht ja keine Witze. Ist ja nicht so, dass er sagt, ich erzähle euch jetzt mal einen Joke, sondern der schaut auf die Welt und kommentiert die Welt, er lacht nicht, aber wir müssen lachen, weil da eine Komik entsteht, wie er, der eigentlich sterben möchte, die Welt sieht. So, ja. Und diese sozusagen Distanziertheit, wie so eine Metronomhaftigkeit, die haben wir eigentlich auf die visuelle Sprache übertragen.
Und Beispiel der Unfall, das war ganz klar auch so eine Entscheidung, dass wir wussten, das ist in dieser Art der Geschichte und Genre eigentlich völlig unüblich, dass das schöne blonde Mädchen, in das wir uns alle verknallen, stirbt. So, und dass wir da erstmal sozusagen irgendwie einen Weg finden müssen, dass einem das, was da passiert, ist sehr brutal. Ich muss es aber nicht auf brutale Art zeigen, sondern der Film hat ja eher manchmal ja fast so eine, wir haben immer gesagt, 2% neben der Realität oder so in Ansätzen auch märchenhafte oder fast schon sozusagen eigene ästhetische Sprache. Und da war klar oder war schnell klar, dass wir eigentlich, dass es doch viel spannender ist, selbst in diesem Moment, wo sie vom Auto getroffen wird, sie, die Tanzlehrerin, eigentlich fast wie in so einem Ballett in der Luft oder in so einer Tanz oder in so einem, jetzt wird es so ein bisschen interpretatorisch, aber in so einem fast engelhaften Fliegen, dass da fast eine Schönheit in diesem Moment ist, wo sowas ganz Schlimmes passiert. Wo ich fand immer faszinierend, weil man kennt diese, ich habe eine 3,5-jährige Tochter und es gibt so Momente, wo sie über die Straße läuft, ist einmal passiert und dann hörst du so ein quietschende Reifengeräusch. Und für so eine Sekunde steht die Welt so still und du weißt dann nicht, was passieren wird und hast eine ganz beschissene Vorahnung. Und die Welt sieht aber, und du siehst eigentlich nur das Mädchen, wie sie dein Kind, wie es so über die Straße läuft und so überhaupt nicht weiß, was du gerade hörst. Und dann passiert nichts. Und das Auto bleibt 2 Meter stehen und es ist überhaupt nichts passiert. So. Und dieser Moment, in unserem Film, passiert dann was. Trotzdem. Aber sozusagen damit eigentlich zu spielen, dass ja eigentlich die visuelle Filmsprache nicht immer 1:1 das erzählen muss, was tatsächlich passiert, sondern sozusagen aus Mikes Perspektive in diesem Moment da fast so ein, aus Mikes Sicht, das so unwirklich sich anfühlt, dass es fast, und dass man schon ahnt, was da passiert. Und wenn man dann auch ganz wenig von dieser Brutalität zeigt, dann geht es mir zumindest so, dass dieser Moment, wo plötzlich Blut aus ihrem Ohr kommt, wahnsinnig stark ist. Obwohl das ja eigentlich was sehr Kleines ist, so in einem anderen Film wäre das so. So müsste es viel so. Und also du sozusagen die Pflänzchen, die du pflanzt, wähle erst die Kleinen, dann funktionieren die Größeren auch später. Wenn die Große zuerst kommt, dann fällt danach alles eher ab. So. Aber nee, das hat nichts mit dem Budget zu tun. Das könnte man auch, würde ich behaupten, jetzt rein von der Kameraführung und so weiter, das hat auch nichts per se mit Nordamerika zu tun. Natürlich motivieren einen da die Architektur und sicherlich auch die Schule, aus der dort die Filmemacher kommen, hat sicherlich einen Einfluss. Das war eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir sind eine Koproduktion auf Budgetebene, aber wir wollen auch von den kanadischen Filmemachern, die mit einfließen und Szenenbild, Kostümbild, Kameramann, das sind alles Kanadier. Natürlich haben die ihren Beitrag geleistet und haben sicherlich auch eine Ästhetik mitgebracht. Elena, die Drehbuchautorin, hat mal gesagt, als sie irgendwie anfing, sich für Filme zu interessieren und dann mit Anfang 20 selber Filme mache, dachte sie immer, wie schade, ich bin ja Deutsche, ich werde niemals einen Indie-Movie machen können. So, und ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Wir haben bei diesem Film irgendwann gemerkt, so, die Geschichte spielt nicht in Deutschland. Lass es uns versuchen. Keine Ahnung, ob wir es hinkriegen, auf Englisch ein Drehbuch zu schreiben. Lass es uns versuchen. So, und wir haben da so ein paar Kontakte und kennen ein paar gute Leute und jetzt versuchen wir es mal. Und ich glaube, interessanterweise, der kanadische Verleiher sagte, als er es gesehen hat, so, yeah, it has like a Scandinavian European type of humor. Also er fand das gar nicht besonders nordamerikanisch. Und hier ist es eher so der American Indie made by Germans. So, interessant, jede Seite sieht nicht das, was so. Und genau, ich finde das irgendwie, mir macht das Spaß, so die Dinge zu mischen und durchaus auch mit der englischen Sprache irgendwie zu arbeiten, die ja irgendwie so knapper und wortkarger und irgendwie. Aber jetzt bin ich ganz woanders. Also, ja. Apropos Geld, vielleicht noch eine kurze Frage nachgeschoben. Die Musik war ja auch sehr indie irgendwie, ohne dass ich mich da jetzt größer auskenne. Gab es da Probleme mit dem Geld? Habt ihr alles gekriegt, was ihr wolltet? Nein, wir haben den Fehler gemacht, viel zu spät anzufangen, Musikrechte zu klären, was ja ein Horror ist. Also ich, nächster Film, nur noch komponierte Musik, keine Songs, das ist schrecklich. Und wir haben auch tatsächlich, also eine Episode, wir hatten an einer Stelle einen Song von Bonnie Prince Billy,
den haben wir nicht gekriegt. Lustigerweise mussten wir aber für die Langzeitplaner pressemäßig schon eine Version, wo die Musik noch nicht final war, irgendwann im April schon zeigen. Und also Bonnie Prince Billy haben wir nicht gekriegt, ein anderer Song geworden, alles super, weiß man nicht, wo das ist. Und im Rolling Stone, der den Film überhaupt nicht gut fand, beziehen wir Prügel dafür, dass er sagt, und dann kommt auch noch Bonnie Prince Billy und spielt I Am Darkness oder was der Song war, der gar nicht mehr im Film ist. Aber das hat denen nicht gefallen. Okay. Weitere Fragen. Darf auch zum zweiten Mal. Okay, noch zum zweiten Mal, wenn sonst keiner will. Aber eine Frage hätte ich noch, weil es ist natürlich schon so, dass für die, weil wir jetzt auch ein bisschen vom Budget sprachen, für die kommerzielle Auswertung eines Films doch wahrscheinlich es auch besser ist, wenn der im englischen Original gedreht ist, oder? Die Amis mögen ja eigentlich keine so, also der amerikanische Markt, einfach auch ein sehr großer Filmmarkt, mögen ja, glaube ich, nicht so sehr synchronisierte Filme. Ist das vielleicht am Ende auch noch so eine kleine Idee dabei gewesen, dass es vielleicht auch einen größeren Markt erschließt? Ich meine, am Ende ist ein Film leider eben auch ein sehr teures Produkt, das sich ja irgendwie doch ein bisschen refinanzieren muss. So. Oder habt ihr da jetzt gar nicht so dran gedacht in dem Sinne? Also wir haben, wir sind neugierig zu sehen, ob sich der wieder sich verkaufen wird. Es war jetzt aber nicht ein Grund, auf Englisch zu drehen. So, dafür verstehen wir viel zu wenig von den Gesetzen des amerikanischen Marktes, wo auch so eine Art von Film oder ähnlichem Film sehr häufig da ist. So, und dann oftmals auch mit US-Stars oder Indie-Stars oder so besetzt. Insofern, wir haben da nicht drauf spekuliert, zu sagen, wir drehen auf Englisch, damit er sich besser verkauft. Ich bin in der Tat neugierig zu sehen, in welche Länder der wie geht und ob das eher ein Vor- oder Nachteil ist. Aber es war nicht Teil der Strategie, wie wir ihn finanziert haben, sondern wirklich nur, dass wir das Gefühl hatten, der ist auf Englisch stimmiger. Das Englische trifft diese Lakonie besser. Und wir hatten Lust, mit der englischen Sprache auch zu spielen. Was nicht heißt, dass wir jetzt nur auf Englisch drehen, sondern jede Geschichte hat irgendwie, bei Das Lied in mir war es mit dem Spanischen, wo wir irgendwie mit, und wir wollen auch auf Französisch mal was drehen. Also da mal gucken, kommt noch. So. Ich würde gerne daran anschließen, weil wir haben einen der Redakteure, die an dem Projekt beteiligt waren, Jörg Himmstedt vom HR, dabei hier im Publikum. Kannst du uns sagen, weil das ist ja auch nicht so oft, dass da eng so einer ein American Indie jetzt euch da präsentiert und ihr seid da als HR dabei. Und es ist ja, wenn wir gerade bei der Frage sind, was ist denn ein deutscher Film, was macht den aus, was ist da vielleicht anders jetzt bei diesem Projekt gewesen als sonst? Gute Frage. Also erstmal hatte ich das Drehbuch hier auf Deutsch. Also das war jetzt nicht irgendwie die Frage amerikanischer Indie oder nicht amerikanischer Indie, sondern da geht es ja erstmal darum, mag man das Buch oder mag man das Buch nicht. Für mich hat sich das eigentlich in Richtung Indie erst dann wirklich konkretisiert, als dann die englischen Drehbuchfassungen kamen, die mir erstmal eher so ein bisschen Probleme bereitet haben. Also da muss man erstmal alles umswitchen so. Aber das hat, ja, das hat irgendwie keine Frage, die Frage hat sich nicht gestellt. Also das fanden wir erstmal grundsätzlich spannend. So. ja, finde ich schon, ja. Also da bin ich dann ganz bei Florian. Ich glaube, das kann man oder sollte man einfach nicht mehr so eng fassen, wie deutscher Film muss irgendwo in Donauwörth spielen oder im Schwarzwald oder in Köln oder so, sondern da geht es ja irgendwie darum, dass in dem Fall ja zwei deutsche Filmemacher irgendwie ein Drehbuch schreiben und das spielt dann halt da und dann geht es eigentlich in dieses, also wahrscheinlich so eine Form von Globalisierung auch im Kino, dass man einfach sagt, es gibt deutsche Geldgeber, es gibt eine Menge Leute aus dem Team, die aus Deutschland stammen und dann gibt es irgendwie einen Ort, an dem der Film spielen soll und der ist in dem Fall Kanada, also gibt es im besten Falle kanadische Co-Produzenten. Also ich finde, ich tue mich da schwer, also ich finde mittlerweile die besten amerikanischen Singer-Songwriter kommen mittlerweile aus Schweden. Also das ist einfach irgendwie alles wahnsinnig international geworden und fast nicht mehr unterscheidbar. Also dieses, was ist deutscher Film?
Also finde ich eine schwierige Frage, kann ich auch nicht beantworten so schnell. Dankeschön. Gibt es weitere Fragen oder Anmerkungen? Auch zum Film nochmal zurück oder so? Wie hat er Ihnen gefallen? Deswegen ist Florian ja da, er will das hören. Nein, können Sie ja auch für sich behalten. Will keiner irgendwas erzählen, was er nicht will. Ansonsten, also ich habe jetzt so ein bisschen, ich stelle sonst immer gerne die Frage, was würdest du denn sagen als Antwort auf, was tut sich im deutschen Film? Jetzt hast du das natürlich in vielerlei Hinsicht angerissen. Aber wäre das für dich quasi der Ausweg aus dieser Identitätskrise oder Imagekrise, die du ja auch angesprochen hast, dass man sagt, okay, wir gehen halt raus? Also ist das wirklich der Punkt oder kommt es da auf ganz andere Sachen an? Weil das, was mir in deinem Film oder eurem Film so gut gefällt, ist, dass halt wirklich jede einzelne Szene bis aufs letzte Detail so durchdacht ist, auch vom Humor her, dass das wirklich einfach stimmig ist. Wo man oft manchmal das Gefühl hat, ja, da fehlt vielleicht so das letzte Quäntchen etwas. Ich glaube überhaupt nicht, dass die Lösung ist, dass jetzt alle rausgehen sollen aus Deutschland und nur noch im Ausland drehen sollen und dann werden es gute Filme plötzlich. Nein, sondern das muss die Geschichte hergeben, wo sie spielt. Und das kann total in Frankfurt am Main sein. So, ich glaube, eine gewisse Konsequenz vielleicht in dem, was man erzählt, gepaart mit einer gewissen Ehrlichkeit. Für was ich glaube die Filme, die versuchen in sich eine Ehrlichkeit und Konsequenz zu halten, das finde ich erstrebenswert, wie viel auch immer wir davon geschafft haben oder nicht. Ich finde, in den letzten Jahren gibt es durchaus Beispiele und gibt es durchaus Filme, wo man das spürt und wo spannende Dinge passieren. Ich weiß jetzt auch gar nicht, ob im Vergleich jetzt USA ist immer so ein bisschen schwieriger Vergleich im Sinne von, was da alles herkommt und was da für Filme herkommen. Aber so alle anderen Länder weiß ich immer auch gar nicht, ob jetzt Deutschland wirklich als deutscher Film schwächer wirklich ist. Selbst die Frage finde ich schwierig, weiß ich nicht so ganz genau, ehrlich gesagt. Sonst vielleicht anders, was würdest du dir wünschen? Was sich ändern soll, vielleicht fördermäßig oder inhaltlich, wie auch immer? Ich glaube, es gibt öfter so eine seltsame Bravheit, die dann noch nicht mal konsequent ist. Es gibt Filme, die benenne ich nicht, die sind brav konsequent und die haben dann zu Recht sehr viele Zuschauer und spielen viel Geld ein und können ihre Fördersummen zurückzahlen und davon profitieren Filme, die nicht so viel Zuschauer ansprechen. Insofern, die haben ihre, finde ich, ihre Berechtigung. Und dann gibt es aber so inkonsequent Brave. Und das ist vielleicht so ein bisschen weder Fisch noch Fleisch. Aber im Großen und Ganzen, ich weiß nicht, die Lösung. Es ist per se, es hängt von so vielen Faktoren ab und ist ganz schön schwer, einen Film halbwegs anständig insgesamt hinzukriegen. Deswegen, manchmal gelingt es, manchmal nicht. Dir ist es auf jeden Fall gelungen. Wenn es sonst keine Anmerkungen mehr gibt, dann sagen wir ganz, ganz herzlichen Dank, dass du uns Coconut Hero hier präsentiert hast. Florian Kossen, meine Damen und Herren, danke dir. Dankeschön. Und auch danke an Rudolf Warschek natürlich. Und wir haben, das möchte ich natürlich auch gleich nutzen, diesen Monat noch eine zweite Was-tut-sich-Veranstaltung, denn wir zeigen, weil das uns wichtig ist, auch mittellange Filme, zumindest einmal im Jahr. Und das sind tatsächlich Filme, die, ja, bezeichne ich immer gerne als die neuen Autorenfilme in Deutschland. Die sind so 30 bis 60 Minuten lang in der Regel. Wir zeigen 30 Minuten am Sonntag und haben auch die Regisseure hier. Und das sind wirklich Filme, die halt wirklich völlig unabhängig entstehen und dementsprechend nochmal ein ganz anderes einen Stil unter Umständen haben. Das lege ich Ihnen sehr ans Herz und danke Ihnen, dass Sie gekommen sind und bis hoffentlich bald wieder hier. Machen Sie es gut.